Schönen guten Tag. Wenn ich euch jetzt wieder erzähle, dass ich mehrere T-Shirts habe, aber nur das an, weil ich alles nacheinander filme und keinen Bock habe, mich andauernd umzuziehen, habe ich das hier mitgemacht. Also, heute ein Look What I've Got zum Undisputed WWE Championship. Undisputed ist vielleicht, ja, ist der eigentliche Name. Liegt einfach nur daran, dass damals Chris Jericho den World- und den WWE-Titel gewonnen hat. Und daraus wurde dann der Undisputed, was ich jetzt Namen ziemlich stumpf finde, ist aber bloß ein rückwirkender Name. Damals war das der WWE-Titel, wird aber heute als Undisputed Championship, das klebt mein Handy, als Undisputed Championship vermarktet. Das ganze Ding ist mir eine besondere Freude, sage ich jetzt mal. Einfach weil Eddie Guerrero den hatte und ich als großer Eddie-Fan natürlich hin und weg bin von dem Teil. Habe auch Eddie Guerrero Namensplakette, gibt's also nichts dran zu häkeln. Gürtel, ganz normal, wie man das Teil kennt. Hier ist es so, dass das ganze Ding wirklich sehr, sehr rund ist. Und ich habe mal gesagt, rund und abgeflacht, was überhaupt keinen Sinn macht. Damit meine ich einfach bloß runde Wölbung. Aber es trotzdem flach ist von der Höhe her, ja? Nicht so rund, komplett rund wie der Attitude Era. So, WWE Championship, hier ein paar Verzierungen, oben mal wieder ein Adler, der für die Freiheit fliegt. World Wrestling Entertainment, die große Erde, im Hintergrund hier so ein paar Sterne, die links und rechts weggehen, Champion Aufschrift Nameplate mit Eddie Guerrero und WWE Logo ganz oben, ganz klar. Ich finde an sich dass die Platte sehr, sehr cool, weil die halt hier auch noch so, ja, noch nebenbei ein paar Designs bietet am Rand und so. Das ist schon ein richtig schönes Teil gewesen. Schade, dass sie den abgeschafft haben. Hier der Löwe, der diesmal keinen WWE Titel hält, sondern irgend so was komisches, was kein Mensch identifizieren kann, ist wahrscheinlich irgend so ein US-Ami-Logo. Egal. WWE-Logo hier auch mit diesen runden Verzierungen. Das ist echt cool gemacht. Der Gürtel an sich hat auch wieder WWE-Logos auf dem Leder. Hier die Sideplates sehen genau gleich aus. Und hier gibt es halt wieder noch so ein Eigentum von World Wrestling Entertainment-Logo. Ja. Das war's dazu. Fragen, Meinungen, Aussagen. Wo können wir die hinschreiben eigentlich? Ich glaube, in die Kommentare. Haut rein.